feels like a handful of silk now. So, wir sind wieder zurück im Trocknen mit unserem M1 Spitzing und nein, natürlich haben wir den Bus nicht wirklich mit dem E-Bike gezogen. Allerdings, wenn man sich so die technischen Daten von dem Bike anschaut, könnte man fast auf die Idee kommen, weil allein der TQ Mittelmotor, der da verbaut ist, bringt 120 Newtonmeter Drehmoment und ist damit der wahrscheinlich momentan stärkste E-Bike-Motor überhaupt. Allerdings ist es nicht nur das einzige Highlight an dem Rad und deswegen gucken wir uns jetzt mal genauer an. Wie schon angesprochen, der TQ Mittelmotor ist sicherlich eins der großen Highlights am M1 Spitzing, weil mit 120 Newtonmeter ist er deutlich stärker als die meisten anderen Motoren auf dem Markt und das spürt man auch bei jedem Antritt. Allein das Geräusch klingt eher wie eine Flugzeugturbine und nicht so wie ein kleiner Motor. Also das macht richtig Eindruck und das macht auch richtig Spaß auf dem Bike. Ein unscheinbares, aber umso wichtigeres Highlight ist der Hinterbau vom Spitzing. Genauer gesagt die Kinematik vom Hinterbau, weil unserer Meinung nach ist es mit das Beste, was man momentan auf dem E-Mountainbike-Markt bekommen kann. Denn der Hinterbau funktioniert vor allem im Sitzen unglaublich gut. Das heißt, wenn man im Sattel sitzt, was beim E-Mountainbike einfach oft vorkommt, dann hat man immer sehr viel Traktion. Trotzdem schlägt er am Ende nicht durch. Das heißt, man hat eine sehr lineare Kinematik, die am Ende ein bisschen progressiver wird. Und das ist unserer Meinung nach eigentlich genau das Richtige für ein Rad von dem Kaliber. Passend dazu gibt das Spitzing mit einem Akku mit bis zu 1050 Wattstunden Kapazität, was natürlich eine Ansage ist. Klar, der Motor braucht auch ein bisschen mehr Strom als zum Beispiel ein Bosch CX. Allerdings mit dem Akku gleicht man das Ungleichgewicht dann auch aus und kriegt richtig viel Reichweite. In der Basisvariante kommt das Spitzing mit einem 880 Wattstunden Akku, aber auch das ist für die meisten Ausfahrten absolut ausreichend. Der Rahmen vom Spitzing besteht komplett aus Carbon, das heißt sowohl der Hauptrahmen als auch der Hinterbau ist damit natürlich angenehm leicht, ist schön steif, ist aber nicht unangenehm und auch optisch ist die Integration von Motor und vom großen Akku wirklich gelungen, unserer Meinung nach. Gleiches gilt für den Hinterbau bzw. der Dämpfer, der von der Seitenansicht fast nicht sichtbar ist und gewissermaßen im Oberrohr verschwindet. Bezüglich Bremse lässt man bei M1 nichts anbrennen. Absolutes Topmodell, das auch das durchaus schwere Rad auf längeren Abfahrten immer sicher zum Stehen bringt. Kleiner Kritikpunkt ist die Motorabschaltung, die mit den Bremshebeln gekoppelt ist. Das heißt, wenn man an den Bremshebeln zieht, nimmt der Motor immer kurz Leistung raus, was gerade im Uphill in technischen Passagen hier und da ein bisschen tricky werden kann. Knapp 8000 Euro kostet das Spitzing in der Basisvariante. Die Ausstattung ist entsprechend hochwertig, zumindest zum Großteil. Das betrifft sowohl das Fox-Fahrwerk, das zum Besten gehört, was man momentan bekommen kann. Auch das Reverse-Cockpit, speziell für E-Mountainbikes, ist wirklich top. Nicht ganz so gut gefällt uns, dass die Stütze, die in der Basisvariante verbaut ist, eine normale Alu-Stütze ist, also keine Vario-Stütze. Und unserer Meinung nach gehört zu einem modernen E-Mountainbike, vor allem in der Preisklasse, auch in der Basisvariante eine versenkbare Sattelstütze. Alles in allem, das M1 Spitzing, ja, es ist ein sehr teures Rad. In der Ausstattungsvariante, wie wir es hier haben, kostet es knapp 9000 Euro. Das heißt mit großem Akku, mit Vario-Stütze. Aber es ist auch ein sehr gutes Rad. Das ist nicht nur der Motor, der wirklich super funktioniert und richtig, richtig Power hat. Es ist die Ausstattung und es ist auch der Hinterbau, der ungelogen wirklich mit zum Besten gehört, was man momentan im E-Mountainbike-Bereich kriegen kann.
Natürlich ist auch das M1 Spitzing nicht ganz ohne Makel. Wie gesagt, die Vario-Stütze dürfte bei dem Preis schon gerne dabei sein. Die Bremsabschaltung, ja. Aber das sind wirklich die Haare in der Suppe. Insgesamt wirklich ein super Rad, das richtig viel Spaß macht. Und was meint ihr zum M1 Spitzing? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.